Alpha 3.23 steht kurz bevor und damit eine Vielzahl neuer Gameplay- und Alltagsfunktionen im Verse. Es beinhaltet auch eine Reihe technologischer Verbesserungen, wie die Aufteilung der Replikationsebene, unsere erste Implementierung von Vulkan-Bildskalierung und das Thema der Änderungen am Wasserrendering und Simulationssystem, die erstmals auf der CitizenCon des letzten Jahres diskutiert wurden. Hier sind nun die Wasserzauberer selbst, um uns mehr darüber zu erzählen. Du machst das schon eine Weile. Warum denkst du, dass Menschen so am Wasser interessiert sind? In jedem Szenario ist Wasser ein so zentraler Punkt. Du gehst in einen Nationalpark, du siehst dir die Flüsse und Wasserfälle an, du suchst nach Fotos von allem Möglichen und die Leute konzentrieren sich auf das Wasser, weil es einfach so anders ist als alles andere, was du in der Natur findest. Alles ist einzigartig und anders, aber Wasser ist einfach etwas anderes. Du lässt mich klingen, als wäre ich eine Wassersekte oder so etwas. Hast du dir vorgestellt, dass du der Meister des Wassers wirst? Ich bezeichne mich immer noch nicht mit diesem Namen, so sehr du es auch versuchst, Jared. Hydrokumpel? Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Schwerpunkt sein würde, aber ich bin froh, dass es so ist. Es macht Spaß, ich mag es wirklich. Es geht nicht nur um Wasser, sondern um die schönen Dinge, über die ich mehr sprechen kann. Kürzlich hat mich jemand auf der CitCon gefragt, was Wasser in Spielen dreidimensional macht, was anders ist als bei allen anderen. Und die Wahrheit ist, man muss daran arbeiten, damit es wie Wasser aussieht. Denn das, was wir in der Realität als volumetrische Flüssigkeit wahrnehmen, wird in der Grafik in verschiedene Teile zerlegt. Du hast die Wasseroberfläche, die das reflektiert, was du sehen kannst, durch das du hindurch sehen kannst, wo deine Wellen und dein Schaum siehst und so weiter. Du hast den Nebel darunter und alle Partikel, die herumtreiben, die dich fühlen lassen, als wärst du im Wasser drin und nicht nur darunter. Und dann hast du all diese Effekte, die dazu beitragen, dass es real aussieht, sei es das Licht, die Lichtbrechung, die Grenze, wenn es deine Sichtlinie kreuzt oder irgendwelche Spritzer oder Simulationen. Wir haben letztes Jahr auf der CitCon einen Ausschnitt davon gezeigt, was wir mit Wasser gemacht haben. Und das, was wir in 3.23 veröffentlicht haben, ist ein paar Schritte weiter. Wir werden dir zeigen, was wir seitdem erreichen konnten. Denn das richtige Rendern war entscheidend, um sicherzustellen, dass die Simulation korrekt aussieht. Denn alles, was auffällt und dir sagt, dass das nicht real ist, wird viel mehr auffallen als alles andere, woran wir in der Simulation gearbeitet haben. Es muss gesagt werden, dass die Art und Weise, wie wir in der Vergangenheit Wasser in SC betrachten, haben, nicht wirklich überzeugend war. Wir haben also viel Zeit darauf verwendet, es realistischer zu gestalten. Wasser zu rendern ist eine ziemlich interessante Sache. Es hat eine sehr komplexe Form in seiner Dynamik und Animation, aber auch optisch ist es sehr interessant. In gewisser Weise ist Wasser wie Glas. Es ist transparent, es bricht und verändert das Licht, das durch es hindurchgeht. Und es hat auch eine Oberfläche, die die Umgebung um sie herum reflektiert. In gewisser Weise ist Wasser auch wie Nebel. Es verdeckt den Hintergrund dahinter. Vielleicht sogar vollständig. Und sicherlich wird unreines Wasser suspendierte Partikel haben, die selbst Licht reflektieren und dem Wasser einen trüben Farbton geben. Die Wasseroberfläche kann Schaum aufweisen, insbesondere dort, wo Wellen auftreten oder an Küstenlinien. Eine Sache, die wir verbessern wollten, war die Art und Weise, wie wir Schaum auf der Meeresoberfläche rendern. Das umfasste das Zeigen von Details, wenn man aus der Nähe betrachtet, und auch das Auseinanderbrechen des Schaums auf eine sehr naturalistische Weise, bei der sich der Schaum in kleine Patches auflöst und die Blasen sich auflösen. Eine Sache, die wir getan haben, um die Details auf den näheren Ansichten des Schaums zu erhalten, war das Fotografieren einer Pfanne mit Seifenwasser. Das gab uns die erforderlichen Details, um sie auf die Oberfläche des Schaums zu projizieren und den gewünschten Look zu erzielen. Es ist schön zu denken, dass all der Schaum, den man auf irgendeinem Ozean im Vers sieht, sein Leben in einer Seifenpfanne in meiner Küche begonnen hat. In SC können Spieler ins Wasser eintauchen, was bedeutet, dass sie das Wasser von unter der Oberfläche aus betrachten können. Wir haben also viel Zeit darauf verwendet, sicherzustellen, dass Unterwasseransichten korrekt dargestellt werden. Ebenso, wenn der Spieler ins Wasser eintritt, kann die Wasserlinie das Visier des Spielers durchschneiden. Und wir haben viel Zeit darauf verwendet, dass das korrekt gerendert wird, wie erwartet.
Ich denke wirklich, dass die Verbesserungen, die in der Darstellung des Wassers, insbesondere der Oberfläche und des Nebels, vorgenommen wurden, einen großen Fortschritt gegenüber dem darstellen, was in 3.22 war. Also lassen wir uns von der Darstellung zur Oberflächensimulation übergehen. Was wir tun wollen, war, einige visuelle Höhepunkte zu bieten, die zu all den Dingen passen, die mit Wasser in unserem Spiel interagieren können. Aufgrund der Beschaffenheit des Sandbox-Universums gibt es einfach so viele Möglichkeiten, wie man damit interagieren kann. Mit all unseren Raumschiffen und den gigantischen Triebwerken und den Wellen, die sie erzeugen können, wollten wir das wirklich mit der Wasserdarstellung in Einklang bringen. Anstatt wie viele Spiele eine quadratische Simulation um die Kamera herum zu haben, wollen wir ein kraftvolleres. Wir wollten, dass du oben auf einem Berg stehen kannst und ein Schiff über einen See fliegen siehst, das dabei eine Welle hinter sich herzieht. Das würdest du nicht mit einem festen Quadrat um die Kamera bekommen. Also haben wir einen Ansatz namens regionsbasierte Oberflächensimulation gewählt. Das ermöglicht es uns, Bereiche zuzuweisen, in denen wir zu einem bestimmten Zeitpunkt Wasserwellen simulieren und verbreiten müssen, unabhängig davon, wo die Kamera ist. Wir können diese zuweisen und freigeben, wie wir es brauchen, und wir können einen Pool davon haben, in jeder Größe, je nach Spezifikation deines PCs. Du kannst tatsächlich die maximale Anzahl der erlaubten Regionen in deinen Grafikoptionen ändern. Bei mittleren Einstellungen können gleichzeitig 32 Regionen simuliert werden. Du kannst sogar zu einer sehr hohen Einstellung gehen, die dir bis zu 128 Regionen ermöglichen würde. Um die besten Regionen auszuwählen, versuchen wir, die nächstgelegenen und wichtigsten anzuzeigen und die anderen als weniger relevant zu betrachten. Indem wir sie nach der Stärke ihrer Interaktion sortieren, werden nur die wichtigsten auf dem Bildschirm angezeigt. Das hilft, denn eine geringe Interaktion direkt vor dir könnte nützlich sein, aber sie könnte nicht sichtbar sein, wenn ein sehr großes Schiff direkt vorbeifährt und eine riesige Welle erzeugt. Klingt nach einem sehr effizienten System dann. Wir haben versucht, ein sehr effizientes System aufzubauen. Um mit Dingen interagieren zu können, die sich im Wasser befinden, müssen wir zunächst wissen, dass sie da sind. Wir haben uns mit dem Physiksystem verbunden, damit es Ereignisse sendet, wenn physische Objekte wie Kisten, der Spieler oder Schiffstrümmer im Wasser sind oder darauf treiben. Von dort aus können wir berechnen, wie viel Wasser verdrängt wird und die Geschwindigkeit bestimmen und eine geeignete Simulationswellengeschwindigkeit auswählen, um diese anzupassen. Von dort aus können wir Kräfte auf verschiedene Texels jeder Simulationsregion anwenden, die sich dann verbreiten, während wir diese Region im Laufe der Zeit aktualisieren. Neben der Reaktion auf physische Objekte im Wasser können wir dies auch mit anderen Eingabetypen verbinden. Zum Beispiel könnte ein Schiff ins Wasser fallen und eine riesige Verdrängung erzeugen. Aber wir könnten auch Fußspuren in der Nähe des Strandes haben oder auch Kugeln, Raketen und Explosionen. Für den Spieler bedeutet das, dass du viel stärker in dein Spiel eintauchen kannst, da du die direkten Auswirkungen dessen, was du tust und wie du spielst, auf das Wasser sehen kannst. Wir wollten die bestmögliche visuelle Wirkung erzielen, ohne Auswirkungen auf deine Bandbreite und Serverleistung und so weiter zu haben. Insbesondere, wenn wir zu immer größeren Spielerkonten übergehen. Daher wird unsere Wassersimulation auf dem Client durchgeführt und ist rein visuell. Ich denke, auf diese Weise erzielen wir das bestmögliche Ergebnis. Alle Informationen, die wir aus den verschiedenen Systemen erhalten, werden dann gesammelt und an den Wasserpuffer gesendet. Das verbindende Element ist der Wasserpuffer. Dadurch können wir Eingaben von mehreren Systemen zur Form- und Wasseroberfläche aufnehmen und diese Informationen in vielen anderen Systemen verwenden, wie zusätzliche Effekte und natürlich das Rendern des Wassers. Jedes Stück Ozean kann mit dem Wasserpuffer sowohl ein- als auch ausgeschaltet gerendert werden. Wenn er ausgeschaltet ist, zeigt er einfach auf die Ozeanwellen entsprechend der Position auf dem Planeten an. Wenn er eingeschaltet ist, füllt er zuerst die Wasserpufferregion mit den Wellendaten in diesem Bereich. Dann fügen wir eventuelle Simulationen oder Daten aus anderen Quellen hinzu. Beim Rendern des Ozean-Patches suchen wir erneut im Puffer nach dem gesamten Ergebnis aus den ursprünglichen Ozeanwellen, der Simulation und anderen Eingaben. Um die Simulation einzufügen, erstellen wir ein Mesh, das Teile des Wasserpuffers abdeckt, in denen wir schreiben werden.
werden. Die UV-Koordinaten jedes Vertex in diesem Mesh verweisen auf einen bestimmten Teil des Region-Atlanten. Dies ermöglicht es uns, spezifische Teile der Simulation zu lesen und sie an anderen Teilen des Wasserpuffers zu verwenden. Und das alles in nur einem Draw-Call. Die Einrichtung des Wasserpuffers für den Empfang mehrerer Eingaben ermöglicht die Implementierung verschiedener Arten von Simulationen in Zukunft. Zum Beispiel könnten Wellen an der Küste in dieses System eingegeben werden. Das bedeutet auch, dass jedes andere nahegelegene System nachsehen kann, wo die Wellen sind und wie hoch das Wasser steht. Der Wasserpuffer ermöglicht es, dem Grafiksystem abzufragen, was nahegelegene Wellen tun. Dadurch können wir Dinge namens Caustics rendern. Caustics sind Bereiche, auf die die Ozeanoberfläche Sonnenlicht in nahegelegene Bereiche bündelt. Zum Beispiel kann sie Licht von der Sonne auf den Meeresboden lenken und bestimmte helle Flecken animieren. Ähnlich kann Licht nach oben auf die Seite eines Fahrzeugs reflektiert werden. Caustics sind ein sehr wichtiger visueller Hinweis auf das Wasserrendering und sie auszulassen hätte bedeutet, dass das Wasser nicht korrekt aussehen würde. Nun, das war ein Einblick in all die Arbeit, die in das Wasser in 3.23 geflossen ist. Das Ganze ist ziemlich cool. Ich bin wirklich zufrieden damit, wie es aussieht. Das Team hat einen fantastischen Job gemacht. Planetech hat einige wirklich aufregende Dinge in Aussicht. Ich freue mich wirklich darauf, wieder in die Planeten von Star Citizen einzutauchen. Also, was haben wir diese Woche gelernt? Wir haben gelernt, dass das aktualisierte Rendering-System Wasser mehr wie Wasser aussehen lässt, dass die regionsbasierte Simulation Wasserverhalten realistischer macht und dass der neue Wasserpuffer selbst mit allen anderen Systemen wie Physik verbunden ist. Diese werden im Laufe der Zeit ihre eigenen Verbesserungen erhalten, um eine bessere Interaktion des Wassers mit einer Vielzahl von Dingen zu ermöglichen, die Spieler hineinwerfen. Ihr liebt es wirklich, Dinge ins Wasser zu werfen, nicht wahr? Für Inside Star Citizen, ich bin Jared Huckabee. Vielen Dank, dass wir den Entwicklungsprozess des Spiels mit euch teilen durften. Und wir sehen uns alle nächste Woche wieder hier.